Leute, was geht? Heute leider nicht auf meinem Illuminaten-Dreieck-Dachboden. Ich befinde mich gerade in Ozans Zimmer, weil ich gerade in Berlin bin. Wir drehen für meinen Hauptkanal ein Video, was am Sonntag online kommt. Deswegen konnte ich auf dieses Video nicht im Stream reagieren. Ich bin echt gespannt, ihr habt den Titel schon gelesen. YouTuber sind böse auf mich, als wären sie meine Klassenlehrer. ABK schießt wieder gegen die YouTube-Szene. Hoffe ich doch. Ich bin gespannt. Leute. Wer bist du denn? Was hat der ABK studiert? Vielleicht Huren sein, aber da ja also... Okay, Okay. BK, also wenn das so ist, dann gib mir mal die Nummer deiner Mutter, denn ich hab... Also er macht sich in meinen Augen immer und immer und immer unsympathischer. Also boah, Bruder, gut, dass wir es nicht im Stream gucken. Für mich ist schon mal ein kleiner Teil von erfolgreich sein, menschlich sein, und das fehlt bis jetzt bei ABK komplett. Der hat das alles auch davor dann ernst gemeint. Oh, Max dachte, es wäre ein Prank. Boah, das ist wirklich diese Friend-Group bei ABK, ist ein richtiger Circle-Jerk, kann ich das Gefühl sagen. Ja, so ein bisschen so diese so Südländer-Mentalität, finde ich. Boah, Digga, Waller will mich diese ganzen Streamer und YouTuber aufregen. Am liebsten werde ich in ABKs Account drin sein und einfach alle wegstriken, die auf seine Videos reagieren. Ganz einfach. Dann halten sie alle die F***e, wenn sie mal sehen, dass sie ein, zwei Wochen nichts hochladen können. Waller, warum haben die auf einmal alle so Eier bekommen, ja? Was ist denn los? Jetzt, wo man sieht, er hat ein bisschen Dislikes, dies, das, haben alle auf einmal eine große F***e. Ah, ist mir unsympathisch. Halt deine Sch***, als ob deine Meinung irgendwas wert ist, Alter. ABK ist Lehre. Ach du heilige Scheiße. Intervention. Du Meme-Opfer, Alter. Du musst alle meine Beleidigungen zensieren, Rudi, weil die ist auch auf Twitch Partner. Du Meme, Alter, du bist nur bekannt wegen einem Meme, weil du dich selber zum Meme machst, du Sch**. Boah, das ist eine ganz schwierige Nummer. Er studiert Lehramt, er studiert noch. Ist die B**t, Alter. Wallah, ist die B**t. Das ist unsympathisch. Das ist unsympathisch. Nicht, dass man Leute bleibt oft dumm. Dieses Verhalten ist unsympathisch. Es gibt ja viele, die sagen, ey, ABK ist ultra intelligent, so, der hat studiert. Ja, er ist intelligent und du bist ein. Hier, der hat Abi, der hat... Ich sehe nichts. Was siehst du nicht, Amunakim? Er kommt zurück nach einem Monat, macht 500.000 Aufrufe, ihr Fische reagiert alle drauf. Danach kommen 3-4 Videos, wo Placements drin sind. Er macht sein Geld. Natürlich ist intelligent, Alter. What the fuck? Ihr seid von seinem Content abhängig, weil ihr drauf reagiert. Ein Iblali macht keinen eigenständigen Content mehr. Er reagiert nur noch. Halt deine Sch***, Alter. Sei dankbar für den Content. Dieses Video, das ich gemacht habe, wurde als Zürich Hauptbahnhof geworden. Jeder muss auf einmal durchlaufen. Guckt mal, wie diese Leute untereinander zusammenhalten und mich dann dafür kritisieren, dass ich mich öffentlich bei ein paar loyalen Leuten von mir bedanke. Wenigstens spiele ich mit offenen Karten und... Digga, das hat nichts mit Loyalität zu tun. Also ich hätte auch so Rücken gegeben, weil ich deiner Meinung bin. Egal, was Sache ist. Viele kommentieren, ja, weil er deine Klamotten trägt, ja, weil er deinen Suchti trinkt, weil er mit dir verpartnert ist. Digga, es ist scheißegal. Er hat in seinen Videos das gesagt, was mir auch auf dem Herzen lag, Bruder. Es ist, wie es ist. Diese ganzen YouTuber sind sowieso Heuchler, Bruder. Bei der Trimax-Sache mit diesem Brasilien war doch ein gezieltes Meme sein. Beispiel. Direkt, diese Leute sind loyal, die halten zu mir. Anstatt das so hinterhältig untereinander wie ihr zu machen. Und an dieser Stelle möchte ich mal wieder kurz die Loyalitätskarte spielen und mich bei jemandem ganz besonders bedanken. Nämlich bei Sierra Kids. Ich mag ABK. Und ich verstehe ABK. Er hat mir zu einer Zeit... Digga, was ist mit seinem Gesicht los aber? Wo es mir sehr, sehr scheiße ging, sehr, sehr dreckig ging, hat er mir sehr viel Kraft gegeben mit seinen Videos. Ich habe seine Videos sehr, sehr gerne geguckt. Einfach, das war so, wie als hätte ich so einen Freund da gehabt bei mir, obwohl ich gerade keinen Freund bei mir hatte, weil ich habe seine Videos gehabt und ich konnte das schauen. Natürlich versuche ich ihn auch zu verteidigen, weil ich möchte nicht, dass Menschen schreiben, der ist ein Idiot oder der ist vollkommen dumm oder der ist dies. Das möchte ich nicht, weil ich mag ihn und ich möchte nicht, dass Leute so über ihn reden. Guck mal, was ein loyaler Supporter das ist. Ich küsse seinen Augapfel und leck mit seiner Wimperntusche rum. Ist mir egal. ABK, wenn ihr Zeit habt, erster Link in der Beschreibung. Lasst ihm ein bisschen Liebe da. Und jetzt können wir weitermachen mit den Pfff-Gesichtern. Damals, als diese ganze Thematik mit Mero war, da haben sich alle darüber lustig gemacht. Leider ist es in der Deutschrap-Szene relativ normal geworden, dass man einfach irgendeinen Scheiß schreibt, weil sich die Kacke halt sowieso verkauft. Und wenn nicht, dann sorgt halt Kai dafür. Aber kaum wird man YouTuber beschuldigt, kommt auf einmal aus dem Nichts irgend so eine Streamerin an, mit ihrer hinterhältigen F***, die schon von Anfang an nicht gepasst hat, Alter, die nicht mal im Entferntesten etwas mit der ganzen Sache zu tun hat. Das Ding ist, es ist halt auch einfach eine ganz komische Art und Weise, die ganze Zeit nur Leute zu beleidigen. Bruder, boah, Alter. Beleidigen, auf die Art und die ganze Zeit zu sagen, du. Hat der ABK studiert? Vielleicht Sohn sein, aber da ja, also... Und guck mal bitte... Das frage ich mich, ob die das wirklich auch mal in sein Gesicht sagen würde, Bruder. Nicht im Stream, weil sie so viele Zuschauer hat und Eier tankt. Da bin ich mal gespannt, wie die so in echt sind. Weißt du, ich meine? Digga, ich will einmal sehen, dass diese YouTuberin oder Streamerin zu ABK live sagt, du Sohn. Vielleicht hat er Haftigkeit studiert. Was redet diese ja? Ach so, wir wären geperbannt für solche Beleidigungen, aber die nicht, oder was? Bitte jetzt, ob nur ein einziger YouTuber irgendwie was gesagt hat, von wegen, boah, warum beleidigt die Reefed ABK? Am Ende des Tages wird es eh wieder heißen, ah, der ABK ist der Einzige, der beleidigt. Ihr habt meinem ganzen sozialen Experiment bewiesen, dass ihr offiziell kein Stück besser seid. Aber krasser als ABK, Army könnt ihr sowieso nicht sein. Ich hab die krassen Soldaten auf YouTube Deutschland. Die haben euch einfach alle geballert. Ey, davon distanziere ich mich. Das finde ich an dieser Stelle gar nicht korrekt und auch nicht lustig. Mit
Also das finde ich echt nicht gut, ABK Army. Da muss man sich an manchen Stellen auch wirklich zusammenreißen und nicht... Das Ding ist, es ist halt auch einfach eine ganz komische Art und Weise, die ganze Zeit nur Leute zu beleidigen. Und nachdem mich diese Streamerin so beleidigt hat, habe ich daraufhin sie zurückbeleidigt. Und dann kommt noch so ein aus der Ecke an, so ein Neek, rechtes Ei von Iblasi, wieder so jemand, der nichts mit der ganzen Sache zu tun hat und muss meine Story nehmen und die posten auf Twitter und sagen, ey Leute, gib dem Typen keine Aufmerksamkeit. Und dann kommt irgendein Tim Jacken und bläst dem nochmal den Hand und sagt, ja, ja, stimmt, der ABK ist nur am Beleidigen. Was aber keiner von denen gesagt hat, ist, warum ich überhaupt diese Story gepostet habe. Der Einzige, der zu mir stand, war wieder Montana Black, weil der hat die Leute darauf aufmerksam gemacht, warum ich überhaupt diese Story gepostet habe. Nämlich... Ehre, Baller Ehre. Nachdem sie mich als beleidigt hat. Diese YouTube-Bastarde reißen gerade alles aus dem Kontext, einfach nur um gegen mich zu hetzen. Land im Jacken, du Aachener Junkie, du hast durch mich auf YouTube Geld gemacht, gib mir nicht. Ah, kommt aus Aachen! Nächstes demnächst bisschen Trinkgeld, wenn du was zu essen bestellst. Und dann auch aus dem Nichts. Shirin Asami. Ich habe immer irgendwelche Probleme mit Shirins. Dann kommt Shirin Asami an und redet über ein Video, was ich vor 3 Jahren gemacht habe. Ach, aus der Hölle. Ich dachte, die sind so wieder cool miteinander. Die wussten, dass das so auf Unterhaltungsbasis die Videos aufgebaut worden sind. Und jetzt macht sie so, oder was? Ich bin gespannt. Und mich das mit dem Video, was ich vor einem Monat gemacht habe, in dem ich mich über Nika Irani abgefuckt habe, die Samra zu Unrecht beschuldigt hat. Shirin Asami, jetzt aber musst du auch Videos gegen mich machen, ne? Aber damals auf WhatsApp war ich noch dein Anwalt. Walla, die hatte Probleme mit irgendwelchen Verträgen. Ich war derjenige, der geholfen hat, damit ihr nicht Palaver bekommt. Hey, es ist ganz, ganz wichtig, dass du diese Unterlassungsklage da erstmal nicht unterschreibst. Weil es ist ja klar, wenn du unterschreibst, dann verpflichtest du dich nämlich ihren Anforderungen. Ich habe dir sogar damals Tipps gegeben für diesen bürokratischen Behördenkram, damit ihr Mann nach Deutschland kommen kann. Und jetzt, wo sie sieht, dass alle gegen mich hetzen und sonst was, muss sie auch noch draufspringen und hinterher treten. Walla, diese ehrenlose Piep. Ich auch bei der ganzen Sache. Ehren. Boah, Bruder. Eigentlich bin ich im Offline-Stream. Eigentlich könnte ich jetzt von A bis Z beleidigen, aber ich will Rudi dies nicht antun. Alles zu stumm. Scheiß drauf. Einfach gar nicht beleidigen. Ekelhafte Menschen, Bruder. Abgefuckt hat. Und das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, auch wenn ich den Baby Kami, Simon Unge, dick von dem enttäuscht. Der fängt auch einfach an, Harakat zu machen und irgendwelche Scheiße zu labern. Zum Beispiel sagt er irgendwie in einem Stream folgendes: Das sagen ABKs Moves über einen Menschen aus. ABK haut in seine eigenen Videos. Ja, er haut Spendi in die Pfanne. Raus. Einfach einen Snitch, einen 30er-Move macht. Und ihn dann halt verrät. Das fand ich eigentlich auch, muss ich sagen, traurig. Keine Ahnung, dieses Gesnitschen muss nicht sein. Ich kann nur jedem YouTuber-Streamer, der das hier sieht, in seinem Leben, auch ABK, du hast mir auch private Sachen anvertraut. Ich kann nur jedem sagen, jeder, der mir irgendwas Privates anvertraut hat, ich werde niemals, auch selbst wenn wir den schlimmsten Streit haben, aber ich würde niemals Sachen, die mir privat anvertraut wurden, würde ich niemals dann sagen, ja, übrigens, er hat mir das privat anvertraut. Der findet das nicht cool, dass ich Spendi verraten habe. Was war denn damals mit Miguel Pablo? Wo du und viele andere YouTuber mich doch dafür kritisiert haben, dass ich Miguel Pablo nicht verraten habe. Ich bin enttäuscht und wenn ABK was davon wusste, bin ich, muss ich auch sagen, von ABK ein bisschen enttäuscht. Aber ich verstehe nicht, warum er mir nicht einfach gesagt hat, Simon, Miguel ist nicht schwul. Wahrscheinlich, weil er denkt, ich würde es dann leaken. Wahrscheinlich wäre es auch so gewesen. Ich hätte nämlich auch geleakt. Hätte ABK mir... Okay, da sieht man halt den Widerspruch, leider. ...gesagt, Miguel Pablo ist nicht... Hätte ich das nicht privat gehalten. Jetzt auf einmal schieben die mir hier Loyalitätsfilme. Oder umgesagt auch hier folgendes. Selbst wenn Trial ist alles fake, was er macht. Wen juckt das? Ja. Mich juckt das. Mich juckt das. Und jetzt? Mich juckt das. Ja, Bruder, bei Trimax ist egal, auch wenn der alles faked, ne? Warum ist es dann bei ApoRed nicht okay? Warum ist es dann bei Prank Boss nicht okay? Warum nicht bei Leon Mascher? Warum nicht bei diesem Miguel? Da, und die ganzen Videos, worauf du auf Dauer reagiert hast, Unge. What the fuck, Alter? Was das? Da seht ihr mal, Digga. Das sind keine wahren Freundschaften. Das sind einfach nur Business-Freundschaften auf YouTube. Wisst ihr, wie ich meine? Und schon fällt sich jeder in den Rücken, Bro. Boah, Digga. Guck das auf einmal ganz YouTube Deutschland und macht 500 Videos gegen die, weil die irgendwas faken. Bladi. Damals war ich sogar noch Fan von dem. Walla, du siehst aus wie der Tod, Bruder. Kennt ihr diese Leute, die früher als Kinder Stars werden? Danach seht ihr so nach 10 Jahren ein Foto von denen, die als Erwachsene aussehen. Und dann seht ihr so voll kaputt, voll zerdetscht, Crystal Meth, alles genommen. So sieht der aus, Bruder. Ey, wirklich, dieses Video ist das schlimmste ABK-Video, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe, ne? Digga, der Junge ist auf jeden Fall nicht zufrieden mit seinem Leben. Ich sag's euch, wie es ist. Walla sogar. Ich wünschte, ich könnte 5-mal Dislike geben. Ich wünschte, ich könnte 5-mal disliken, ne? Dann kannst du aber nicht. Und ey, Blasi, jetzt fahr bei mir gar nicht diese Filme, weil ich bin nicht deine Ex-Freundin, dass du denkst, du kannst nachher bei mir Psychofilme machen. Bei mir wird andersrum. Ich mach die Psychofilme bei dir. Und jetzt auch nicht nur an denen, an alle anderen YouTuber auch. Fühlt euch ja nicht zu sicher in eurer Internet-Steckdosenwelt da, Alter. Der ganze hungrige Hugo und sonst was, die jetzt alle denken, ich mach jetzt Meme aus ABK, damit wir den nicht mehr ernst nehmen. Ja, hungriger Hugo, ne? Haben die dich auch gefickt.
sich Spaß zu machen, Video. Ich möchte nicht mehr in den Videos von Homie Kahoge vorkommen und so dies, das. Warum? Weil die Geld gerochen haben, weil die gesehen haben, boah, Memes läuft gerade, damit kann man Geld machen. Ich glaube, ich habe dir sogar noch auf diese Idee gebracht, mit Meme-Kanäle Geld zu machen. Immer mehr Streamer haben weniger Bock, in andere Videos vorzukommen, obwohl diese Streamer teilweise auch von Reaction-Content leben. Und noch so ein Klaui, der sich einmischen musste, wieder mal KuchenTV. Walla, mein Ziel mit YouTube war es, immer meiner Mutter ein Haus zu kaufen. Stattdessen habe ich KuchenTV ein Haus gekauft, so viele Videos, die der bei mich gemacht hat. Das ist so, als würde ich Unterhalt für seinen Sohn zahlen. Unsympathisch TV hat übrigens auch auf das Video reagiert und ABK folgendes Angebot gemacht. Wenn du magst, kannst du gerne nach Stuttgart kommen. Wäre ja eigentlich mega korrekt, wenn er das annehmen würde, ne? Allerdings wird das wahrscheinlich das gleiche wie mit dem Kaffee und Kuchen. ABK wird sich halt einfach nicht trauen. Leute im Internet fronten ist okay, aber dazu zu stehen und das Ganze im Real Life zu klären, da hat er nicht die Ex für. Junge, ich will mich nicht mit dir treffen. Was verstehst du daran nicht, Alter? Seit Januar geht der mir auf den Sack. Jedes Mal. Na treffen. Ich will nicht. Ich schwöre wie so ein älterer Mann, der so ein kleines Kind gerade ins Auto zwingt. Ich hab Nein gesagt. Akzeptier das doch. Ich will einfach nicht. Ich will dein Gesicht, mach mich aggressiv. Ich will nicht gegenüber von dir sein. Und dann immer diese scheiß Begründung. Ey, der hat keine Eier, Was für keine Eier? Wegen was? Wegen dieser scheiß YouTube? Sag mal, oh mein Gott, ich sag was Falsches im Interview. Ah, argumentativ der ich kann nicht reden und dann Leute lachen mich aus und so. Das kommt der Arme. Miskin, da denkt man ein paar Leute deswegen ein paar Kommentare machen. Das ist der hässlich bar, Gänsehaut. Diese YouTuber, wie die dadurch definieren, die Armen. Da hat mir sogar 10.000 Euro geboten, damit ich mich mit dem treffe. Und Mama, als ob ich so eine käufliche wäre und dann wie ein direkt zu deinem Interview ankomme, Alter. Aus Prinzip kriegst du mich nicht wieder in Interviews. Und Unsympathisch TV reagiert, da sagt er mir sowas. Für mich ist schon mal ein kleiner Teil von erfolgreich sein, menschlich sein, und das fehlt bis jetzt bei ABK komplett, das kann ich auch an der Stelle sagen. Wallah, du Haartransplantation aus Türkei, wallah. Will der mir jetzt sagen, sag mal, ich bin kein Mensch, weil ich gesagt habe, dass ich glaube, dass du Klicks kaufst? Und was er da erklärt hat, wallah, hat gar nichts zu tun mit dem, was ich gesagt habe. Dein Kollege Spendi hat zu mir und meinen Kollegen gesagt, dass aktiv für dich Klicks gekauft worden. Auf eine Scheiße zu erzählen mit, ja, da wurde über AdSense, dass man kann nicht nur Klicks und Likes kaufen, man kann sogar Watchtime kaufen. Ich kenne doch sogar Leute, die sogar Klicks kaufen können und Watchtime und alles, weil wenn man Placements macht, Leute, muss man alle Statistiken dahin schicken. Alter der Abonnenten, deine Watchtime, deine Klicks, monatliche Klicks, alles musst du denen zeigen. Und denkst du, eine Firma bucht dich, wenn die sehen, 30 Sekunden gucken die Leute deine Videos, dann wissen die doch, Placement zieht gar nicht, weil du meistens ein Placement erst nach 1-2 Minuten im Video einbaust. Das, was du auch sagst. Deswegen zählt auch gar keine Rechtfertigung oder als Argument der YouTuber, ja, ich kann euch auch mein Dashboard zeigen, dies, das, mies, mas. Bro, immer mehr unsympathische Züge von Unsympathisch TV, passt ja auch auf jeden Fall zu seinem Namen. Ja, ihr wisst zu wenig, Alter, was das angeht. Ich bin stolz und glücklich, dass ich es nicht nötig habe, Klicks zu kaufen, Bruder. Viele machen das so in letzter Zeit aktiv. Ihr müsst mal wirklich die Videos der YouTuber verfolgen, wenn sie die Videos hochladen. Nach 1-2 Stunden haben sie richtig wenig Aufrufe. Einen Tag später haben sie auf einmal wieder böse Aufrufe. Das geht nicht, Bruder. Ein Video muss in der ersten Stunde und in der zweiten Stunde viele Aufrufe machen, sodass das Video erfolgreich wird. Es kann nicht zur späten Stunde wenig Aufrufe haben und dann auf einmal richtig krass. Die Leute buttern halt sehr viel Geld rein, weil sie halt Angst haben, ihre Aufmerksamkeit zu verlieren. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist halt der Unterschied zwischen neuen YouTubern, die einen Hype haben und irgendwann ihren Hype verlieren, und YouTuber, die schon seit 10 Jahren dabei sind, Digga. Wie gesagt, wir wollen uns nicht hier wieder so groß reden und so, aber unsere Videos machen im Durchschnitt immer 200.000 Aufrufe, Bruder, auf dem Hauptkanal. Checkt es selber ab, auch wenn ich 2 Wochen nichts hochlade. Das ist eine stramme Community. Aber andere kaufen Aufrufe, Bro, und irgendwann wird's auffallen. Ich bin echt gespannt, wie lange das YouTube noch mitmacht. Zumal YouTube sogar selber eine Funktion anbietet, Aufrufe zu kaufen, Bro. Keine Ahnung. Wir machen einfach unser Ding. Ich reagiere auf diese Videos. Er soll das machen, was er will. Ich will auch nicht 8 Stunden über sowas reden. Ich gucke gerne diese Videos an, aber dass ich sage, ah, guck mal, dieser Derkopf, das interessiert mich gar nicht mehr, Digga. Am Ende des Tages geht's nur um mich, um meine Jungs, um meine Familie, die ich ernähren muss von meinen Videos, die davon abhängig sind, Bruder, und bei uns läuft. Wir müssen so eine Scheiße nicht machen. Verschwendet eure Zeit damit auch nicht. Es ist, wie es ist, Digga. Als Zuschauer braucht ihr nicht immer zu schreiben, ah, guck mal, Derkopf, kriegst. Scheiß einfach auf diese Leute, Walla. Scheiß einfach auf diese Leute, die sind sowieso nicht real. Die werden in eurem Leben nichts verändern. Die tragen vor eurem Leben nichts bei, Digga. Deswegen genießt einfach guten Content vom jeweiligen YouTuber und gut ist, Alter. Wisst ihr, wie ich meine? Ah. Nach dem Motto, ja, das hat die Firma gemacht, dafür haben die meine Zustimmung nicht gebraucht. Sie kennen, die haben deine Zustimmung nicht gebraucht. Recht am eigenen Bild, das sag ich mir. Das, was der da erklärt hat, das kenne ich doch. Das habe ich auch in meinen Verträgen auch stehen. Manchmal, wenn ich Placements mache, dann rufen mich die Firmen an und sagen, ey, wir machen das jetzt folgendermaßen, wir möchten jetzt Media bei dir buchen. Wir geben dir jetzt nochmal eine kleine Summe. Weil ich schon seit einem Jahr keine Placements mache, oder schon seit 1,5 Jahren, kenne ich diese neuen Verträge nicht oder was die Leute halt versuchen, um halt Aufrufe zu generieren. Deswegen gucken wir kurz weiter. Damit die Werbung von deinem Video vor anderen Videos als Werbung läuft auf YouTube. Deswegen gab es doch manchmal Leute, die haben Videos auf YouTube geguckt, dann lief da auf einmal das Placement von mir. Das
ist, weil die Firma mich schon mal extra gebucht hat mit einer Extrazahlung. Es gab aber auch Firmen, mit denen habe ich zusammengearbeitet. Die haben mich schon direkt von Anfang an einen Paragraphen eingebaut, wo drin stand, Media Buy für einen Monat. Nach diesem Placement haben wir einen Monat lang die Rechte an deinem Video und dürfen das da verbreiten, wo wir wollen, vor anderen Videos auf. Und das zählt, glaube ich, auch als Klick dann, wenn das vor einem anderen Video geschalten wird. YouTube, bla bla bla. Bin ich mir aber nicht sicher. Das ist das, aber dafür haben die auch meine Zustimmung gebraucht. Und unsympathisch TV, jetzt nochmal an dich persönlich, was ich halt komisch finde, wenn ich auf deinen Kanal gehe und auf größte Beliebtheit klicke. Guckt mal bitte, wie oft sich diese Zahlen hier wiederholen. Bei unsympathisch TV kommen halt meiner Meinung nach manche Klickzahlen verdächtig oft vor. Und das wollte ich mit meinen Zuschauern einfach auf meinem Kanal teilen, weil es ja immer noch mein Kanal ist, wo ich meine Meinung frei äußern darf. Genauso wie Leute damals bei Miguel auch gesagt haben, ey, vielleicht stimmt das ja gar nicht mit dem Outing und so. Das ist doch normal, dass man an manchen Dingen ein bisschen zweifelt. Genauso wie ihr wollt, dass alle Leute eine eigene Meinung haben, darf ich doch auf meinem Kanal meine eigene Meinung aussprechen und auch meinen Verdacht schöpfen, wenn ich meinen Zuschauern ganz klar sage, dass es nur eine Spekulation ist und ich nur denke, dass es eventuell stimmen könnte. Deswegen an diese ganzen Heuschler-Monsinne braucht euch jetzt gar nicht mehr wundern, wenn ekelhafte Videos über euch kommen, weil jetzt habt ihr mich offiziell auf diesem Level herausgefordert und jetzt spielen wir auch weiterhin auf diesem Level. Und ich hab Bock darauf. Mir wird das Spaß machen. Die Frage ist nur, wie lange werdet ihr das aushalten? Okay, sehr spannend. Ich möchte nochmal zum Ende was sagen. Er sagt ja, weil sich auf unsympathisch davor seinen Kanal die Klicks häufen, dass es sehr verdächtig ist. Und er sagt ja auch explizit, es sind nur Spekulationen, die Stars. Bro, ich möchte dir eine Sache sagen, bevor die Leute das anfangen, bei anderen YouTubern zu denken, aufgrund dieses Videos. Wenn wir auf meinen Kanal gehen, Bruder, wir vergleichen uns nur mit uns, weil wir reden über uns, ja? Es ist ein Reaktionskanal, den ihr gerade guckt, und ich habe einen Hauptkanal. Wenn wir uns hier die Aufrufe angucken, Bro, ich habe auch ähnliche Aufrufe. Aber warum? Weil das die Zuschauer sind, die ich aktiv halte, weil ich seit einem Jahr jede Woche ein Video mache. Wisst ihr, wie ich meine, und einen guten Vlog. Und wir haben halt nun mal diese Community, diese Videos gucken. Ich drehe keine Watte-Spacken-Folgen mehr. Früher war es anders. Wenn du natürlich Beef-Videos machst, ein Video macht mehr Aufrufe, eins weniger. Jetzt kommt drauf an, was im Video passiert. Und wenn es halt ein Standard ist, was die Leute interessiert, dann hilft der Algo natürlich auch. Wenn du halt deine Upload-Tage einhältst, dies, das. Gucken wir uns mal die Statistiken an. Dieses Video war überdurchschnittlich. Hat 260.000 Aufrufe, 30.300 Likes. Vor zwei Wochen ein Video hochgeladen, kam irgendwie in den Algo auch 30.000 Likes. Knapp 300.000 Aufrufe. Hier 294.000 Aufrufe, auch 33.000 Likes. Das heißt, die Community ist gleich. Es bleibt stetig gleich. Erstens, die Menschen sind fauler geworden. Die schätzen diesen Content nicht mehr. Es gucken sich 300.000 Menschen ein Video an. Normalerweise musst du ein Video, also früher war es bei mir so auf dem Hauptkanal, muss das Video 40.000, 50.000 Likes haben bei so vielen Aufrufen. Aber die Leute liken nicht mehr. Viele haben keinen Account mehr oder sind zu faul. Ich weiß es nicht. Ich kann gerade nur sagen, ich bin sehr zufrieden, weil meine Videos im Durchschnitt immer seine Videoaufrufe halten. Und wenn wir das vergleichen mit unserem PalschTV, ey, mein Gott, vielleicht ist es bei ihm auch so, dass er halt eine größere Community hat und halt immer dieselben Leute das Video gucken. Weißt du, ich hab's nicht nötig, immer dieselben Aufrufe zu kaufen, Bruder. Ich weiß es nicht. Bei 200.000, du kannst halt keine 200.000 Aufrufe mit 1 Million vergleichen. Weißt du, wie ich meine? Ich kann aber einen ABK verstehen, weil er sich halt mit seinen Freunden von unsympathisch getroffen hat und die genau gesagt haben, dass sie vielen Aufrufe gekauft haben. Weißt du, da kommst du halt nicht mehr raus. Wenn das ein Junge sagt und die sind halt gut mit dir, dann gebe ich dem auch Vertrauen. Aber man sollte nicht alle YouTuber in einen Topf werfen. Wenn ich an Klickskäufer denke, dann denke ich nicht an unsympathisch davor. Eigentlich. Es gibt andere YouTuber, die von TikTok kommen, Bruder. Die kaufen alles dumm und behindert. Es ist, wie es ist. Ich bin gespannt auf die weiteren Videos von ABK. Zum Glück lebe ich nicht nur von Reaktion-Videos, sondern mache auch eigenständigen Content, Digga. Mir kann kein irgendwas vorwerfen. Ich bringe Klamotten raus, ich mache Eistee, ich habe meinen Reaktion-Kanal und ich reise Woche für Woche für gute Videos auf meinem Hauptkanal, Bruder. Damit stehe ich mit meinem Namen. Dankeschön, dass ihr das Video eingeschaltet habt. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, wenn wir auf weitere ABK-Videos reagieren sollen. Nein, wisst ihr was, Digga? Ich mache eine neue Masche. Ich mache eine neue Masche. Ihr müsst gar nicht mehr liken. Macht es nicht. Wallah, macht es nicht. Und abonnieren müsst ihr auch nicht mehr. Sowas werde ich in meinen Autos auf meinem zweiten Kanal nicht mehr sagen. Scheiß drauf, wirklich. Ich komme mir auch langsam vor, wie, hey, like mal, mach mal. Nein, mach nicht, Bruder. Hast du das Video geguckt? Hast du dich unterhalten gefühlt? Gut. Wenn nicht, auch gut. Tschüss.